Gut, dann wird das jetzt auch wieder hinter. Die Freiwillige Feuerwehr Malsch wurde am heutigen Dienstag gegen 20.30 Uhr hierher in den Ortsbereich oder in die Ortsmitte alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem hinteren Bereich des Dachstuhles, weshalb auch die eintreffende Drehleiter aus Ettlingen sofort mit der Brandbekämpfung über ein Wenderohr vorgenommen hat. Im weiteren Verlauf wurde auch noch die Feuerwehr aus Durmersheim mit einer weiteren Drehleiter für den vorderen Bereich hinzugezogen, weshalb aktuell ca. 80 bis 85 Einsatzkräfte in 24 Fahrzeugen aus Durmersheim, aus Ettlingen sowie hier aus Malsch, die mit allen vier Abteilungen da ist, im Einsatz sind. Die Einsatzmaßnahmen laufen noch, eine Entspannung der Lage ist leicht gerade im Kommen, aber weiterhin ist die Lage noch ein wenig prekär, weil auch im Bereich dieses Hauses, im vorderen Bereich, ein Gasanschluss sich befindet. Im hinteren Bereich ist auch ein unterbauter Keller, wo ebenfalls ein Gasanschluss ist. Dieser ist soweit sicher. Es wurden zwei verletzte Personen an den Rettungsdienst übergeben. Sie haben aber keine weiteren Verletzungen oder keine schwerwiegenden Verletzungen. Dadurch, dass das Feuer weitestgehend unter Kontrolle ist, aber noch nicht ganz unter Kontrolle, kann man aktuell nicht abschätzen, wie lange die Löscharbeiten gehen. Aber erfahrungsgemäß muss damit gerechnet werden, dass bis in die frühen Morgenstunden die Feuerwehr aus Malsch hier im Ortsbereich von Malsch tätig sein wird. Es wurde vorsorglich ein kleiner Evakuierungsbereich im Radius von ca. 50 Meter gegeben. Die angrenzenden Häuser wie auch die Zuschauer oder die anwesenden Personen hier wurden in Sicherheit gebracht, eben um dieser Gefahr Herr zu werden. Vorhin während dem Einsatz gab es auch einen Knall. Hier wurde eine Gasflasche explodiert oder ist eine Gasflasche explodiert, aber weiteres ist noch nicht bekannt. Das betroffene Haus ist definitiv nicht mehr bewohnbar. Hier sind die Schäden sehr stark. Der Boden ist in verschiedenen Bereichen durchgebrochen. Der Dachstuhl hat beide Seiten ist durchgebrannt. Also das Gebäude wird nicht mehr bewohnbar sein. Thank you.
passiert, haben wir die Hindernisse. Yeah, I have five.